Guten Tag zum Radebeuler Wochenmagazin für Ende Januar 2019. Hier werden gerade die letzten Messungen vorgenommen am Haltepunkt Dr. Külzstraße und in Höhe der Rennerbergstraße. Denn am nächsten Montag geht es los. Der Ausbau der Meißner Straße. Die nördlich lebenden Anwohner werden in den nächsten Monaten ihre wahre Freude haben, wegen des Umleitungsverkehrs in Richtung Coswig. Der geht los in Höhe der Landesbühnen über die Paradies- und Winzerstraße, die Heinrich-Zille- und Dr. Rudolf-Friedrich-Straße, wo die Umleitung am Hotel Stadt Radebeul enden wird. Der Verkehr in Richtung Dresden bleibt zunächst auf der Meißner Straße. Nächstes Jahr wird dann gedreht, denn der Ausbau zwischen Dr. Külz und Rennerbergstraße erfolgt fahrbahnweise. Das Baurecht besteht schon seit einigen Monaten. Den Bescheid über die Fördermittel in Höhe von 2,6 Millionen Euro hatte Verkehrsminister Martin Dulich bereits im Mai vergangenen Jahres an OB Wensche übergeben. Bauschutt und Holz säuberlich in Haufen sortiert. Das ist übrig vom Fischladen und der kleinen Villa zwischen Netto und Alter Post in Radebeul-West. In den nächsten Tagen wird das Abbruchmaterial zur Deponie gebracht. Dann ist Baufreiheit für die neue Rossmann-Filiale. In der SZ habe ich von einem neuen Kochstudio gelesen, das in Naundorf eröffnet hat. In der ehemaligen Bäckerei und Konditorei, da gehe ich jetzt gleich mit Burkhard hin. Der ist zwar wegen seiner kaputten Hand krankgeschrieben, aber auf den Mund gefallen ist er nicht. Er spricht mit der Fitnesstrainerin und Köchin Dana Burde und ich halte die Kamera drauf. Vielleicht kriegen wir auch was Leckeres zu essen. Ja, ich habe mich schon immer für das Thema Fitness interessiert. Das ist ja auch mein Beruf. Ich bin ja auch Personal Trainerin. Und da gehört natürlich auch eine gute Ernährung auch mit dazu. Und Ernährung ist halt auch beim Thema Abnehmen oder Figurformung halt ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Und dass man eben mit einer guten, leckeren Ernährung eben zu seinem Ziel kommt. Dass man sich nicht quälen muss mit einem Salatblatt und Hähnchenbrust, sondern dass man halt vielfältig und lecker essen kann. Also man kann hier mit bis zu 15 Personen kann man hier gemeinsam kochen und essen. Ich biete jeden Monat einen Kochkurs an zu einem bestimmten Thema. Also zum Beispiel im Februar ist das Thema Abnehmen oder Figur beginnt in der Küche. Und dann ist es aber auch so, dass sich bei mir auch Firmen melden, die eben eine Weihnachtsfeier als Kochkurs gestalten wollen. Oder auch Kindergeburtstage, zum Beispiel gesundes Fastfood mit den Kindern. Was haben Sie denn heute mit uns vor? Ich mag immer sehr gern bunte Gerichte. Wir machen jetzt eine Currysoße dazu. Und es soll halt wirklich nur so ein kleiner Dip sein für den Fisch. Und da schneide ich jetzt einfach eine rote Zwiebel, brate die an und lösche das Ganze dann mit Kokosmilch ab. Dann wird noch Curry extra in einer Pfanne angeröstet. Das gibt ein besseres Aroma, wenn man das ein bisschen anröstet. Da kommen die Aromastoffe besser raus. Und genau, das rösten wir jetzt trocken an. Und dann brät man nur die Zwiebel an, macht die Kokosmilch rein und dann das geröstete Currypulver, ein bisschen Salz und dann hat man eigentlich schon eine tolle Soße. Dann wird der Fisch ganz normal paniert, also einfach in dem Dinkelmehl wälzen. Dinkel ist immer gesünder als normales Mehl. Dann durchs Ei, dann panieren wir das mit den Leinsamen. Wichtig ist beim Braten, dass immer die Hautseite nach unten zuerst angebraten wird. Und dann braten wir das jetzt von allen Seiten quasi kurz an. Und dann kommt das nochmal auf ein Backblech, was mit Backpapier ausgelegt ist. Und dann wird es nochmal so bei 100 Grad, zieht es dann nochmal gar, dass der Fisch dann auch schön saftig bleibt. Dann geht es hier an mit der Avocado-Creme. Dann nehmen wir einfach mit so einem Pinsel ein bisschen Creme drauf und machen hier in der Mitte so einen schönen Streifen. Jetzt haben wir hier den Rotlinsensalat und macht da den Salat rein. Dann nehmen wir hier den Romanesco und den kann man jetzt hier so ein bisschen am Rand so hübsch dekoriert anmachen und den hier so schön drauf drapieren. Ich habe jetzt hier mal Salbei, so ein bisschen, damit es einfach hübsch aussieht, dann zieht man das ab und dann hat man einen hübsch garnierten Teller. Und fertig ist das Gericht. Und jetzt freuen wir uns auf ein gemeinsames Essen. Also Stefan, leg endlich mal deine Kamera hin und hau rein. Ich sag dir, das wird extrem lecker. Also das Essen hat mir hervorragend geschmeckt. Ich glaube, ich werde das nochmal versuchen. Und nimm meine Frau mit, dass sie was lernt. Aber ich verrate. Über Geld, so sagt das Sprichwort, spricht man nicht. Man hat es. Und wie ist es mit Schulden?
Gucken wir mal in die Nachbarschaft. Coswig hat knapp 2,6 Millionen Euro Schulden. Wenn sie sparsam wirtschaften, dann sind die Coswiger noch in diesem Jahr auf Null. Dann sind sie so gut gerüstet für die Zeit, wenn die Soli-Gelder vom Bund ausbleiben. Wie man so Leuten hört, ist es ja nicht mehr lange hin. Die Radebeuler-Schulden sind fast 10-mal so hoch wie die Coswiger. Bis zur roten oder schwarzen Null brauchen wir also noch 5, 6, 8 Jahre. Bisher waren die Radebeuler-Finanzen ja bei Obi Wensche in nicht ganz schlechten Händen. Schließlich ist er doppelt diplomiert. Pädagogik, dieses Diplom braucht er zum Hüten einer Flohkiste voller Stadträte und den Verwaltungswirt braucht er fürs Geld. Allerdings entwickelt er in letzter Zeit einen Hang zum Schnäppchenhandel. Hier ein olles E-Werk im Lößnitzgrund, dort eine Jugendherberge in Weintraube. Neuerdings ist er sogar scharf auf Weinberge. Alles kein Problem, solange sich die Beträge im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen und solange die Stadträte seine Ausflüge auf den Immobilienflohmarkt gutheißen. Sie tun es. Letzte Woche fassten sie sogar einen Beschluss, dass Wensche möglichst den Bahnhof in West kaufen sollte. Der ist, wie wir aus berufener Quelle wissen, zu haben. Wir wissen das, weil wir einen kennen, der ihn unlängst kaufen wollte. Oliver Kreider, der Eigentümer der Friedensburg. Hier seine Auskunft, gesendet von seinem Urlaubsort in Südafrika per SMS. Sieh an, er ist auf der gleichen Straße fündig geworden. Wo, wollte er nicht verraten, aber so viele Häuser, aus denen man etwas machen kann, gibt es ja nicht. Wenn dem Multimillionär Kreider der Bahnhof schon zu teuer ist, was darf er uns kosten? Wir haben den Eigentümer gefragt. Es antwortete sein Anwalt. Nicht mal seinen Namen dürfen wir nennen. Scheint ja ein schwieriger Verhandlungspartner zu sein. Wir schätzen. Ein deutlich siebenstelliger Beitrag wird der vergammelte Backenzahn schon kosten. Obendrauf kommen die Kosten für seine Sanierung. Vor 5 Jahren wurde mal ein Bedarf um die 6 Millionen Euro ausgerechnet. Mittlerweile sind die Baukosten gestiegen. Es sind zwar Zuschüsse zu erwarten, trotzdem dürfte der Investitionshaushalt eines ganzen Jahres dafür draufgehen. Nichts wird übrig bleiben für Kindergärten, Schulen, Straßen. Und Schulden abtragen wollen wir auch. Also besser nicht auf die Nachbarn gucken, das weckt nur unseren Neid. An der Stadtgrenze zu Coswig, unmittelbar hinter der Eisenbahnquerung, gibt es links ab zur Elbe hin die Straße nach der Schiffsmühle. Die ist seit der Sperrung des Bahnübergangs vor 3 Jahren unterbrochen. Nächstes oder übernächstes Jahr soll hier eine Brücke gebaut werden. Die neue Straße wird über einen Kreisverkehr an die Meißner Straße angeschlossen, da sie sich gerade noch auf der Radebeuler Flur befindet. Deswegen läuft auch die Planung im Auftrag von Radebeul. Nicht geplant ist ein Radweg, sondern nur ein sogenannter Angebotsstreifen auf der Fahrbahn. Dagegen laufen momentan insbesondere die Coswiger Sturm. Die Straße wird viel Lkw-Verkehr haben, schließlich erschließt sie die Gewerbegebiete von Nauendorf und Kötitz. Bei einer Fahrbahnbreite von 4,50 Meter wird es schnell gefährlich werden für Radler, wenn sich zwei Laster begegnen. Der Plan befindet sich gerade in der Anhörung und liegt deshalb in den Rathäusern von Coswig und Radebeul aus. Nun kommt es darauf an, dass möglichst viele Bürger Einwendungen erheben. Dafür ist allerdings nur noch bis zum 31. Januar Zeit. Angebotsstreifen für Radfahrer. Das Thema hatten wir gerade. Auch die kurz vor Weihnachten fertiggestellte Kottenleite sollte einen bekommen. Das war im Herbst nicht mehr möglich. Das wird in den nächsten Tagen oder Wochen nachgeholt. Darüber informierte Baubürgermeister Dr. Jörg Müller in der jüngsten Stadtratssitzung. Zuhören, verstehen, handeln. So lautet das Motto der CDU für Kommunalwahlen am 26. Mai. Für 10 Handlungsfelder der Stadt- und Kreispolitik hat die führende Partei in Stadt- und Kreistag Erreichtes aufgelistet und Vorschläge gemacht, was jetzt anzupacken ist. Eine Broschüre dazu, gedruckt in einer Auflage von 12.000 Stück, werden wir in den nächsten Tagen in unseren Briefkästen finden. Warum sind das Misstrauen und die Distanz zur Demokratie und Politik in Ostdeutschland so groß? Woher kommt all die Wut? Das fragte die sächsische Integrations- und Gleichstellungsministerin Petra Köpping in ihrem im Herbst erschienenen Buch mit dem Titel
integriert doch erstmal uns. Das riefen Pegida-Anhänger, als die Ministerin mit denen sprach. Aus der Auseinandersetzung mit dem Thema entstand das Buch. Am Montagabend, 19 Uhr, liest Frau Köpping in der Buchhandlung Sauermann daraus vor. Als Mitleser ist ihr Ministerkollege Martin Dulich dabei. Man möchte ja nicht krank werden, doch dann passiert es doch. Es kann schlimm kommen. Wir sind vielleicht nicht mehr in der Lage, selbst zu bestimmen, was mit uns im Krankenhaus passiert. Dafür gibt es die Patientenverfügung. Doch wie formuliert man diese, damit sie eindeutig ist? Darüber informiert das Familienzentrum am nächsten Mittwoch, den 6.2., 17 Uhr. Ein Angebot der Tumorberatung beim Gesundheitsamt, meistens zu den Themen Versorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung. Jeder zweite Wohnungseinbruch bleibt im Versuch stecken, wenn Wohnungen und Häuser ausreichend gegen Einbruch gesichert sind. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, ein Präventionsfachmann der Polizeidirektion Dresden spricht am nächsten Dienstag, 5. Februar, 19 Uhr, im Bootshaus auf der Kötzitzer Straße 2 über Maßnahmen, wie das Einbruchsrisiko verringert werden kann. Eine Veranstaltung des CDU-Stadtverbandes. Das Radebeuler Diagnostik- und Beratungszentrum DBZ der Volkssolidarität Elbtalkreis Meißen e.V. hat sich zum ersten Psychomotorikzentrum Sachsen qualifiziert. Das feierte die VS im Rahmen seiner Elternuni am Dienstag mit seiner Geburtstagfete. Was Psychomotorik ist, wird dabei auch erklärt. Das Zentrum für Psychomotorik gibt es in Sachsen, ist das hier das erste. Und Psychomotorik ist etwas, was die Ganzheitlichkeit in der Entwicklung des Kindes fördern soll. Also es wird nicht abgetrennt zwischen Kognition und Bewegung, zwischen Dingen, die erfahren werden, sondern es ist eine Ganzheitlichkeit und das bedeutet Psychomotorik. Es ist dafür gedacht, aus diesem reinen Lernprozess herauszukommen und Dinge für uns wieder begreifbar zu machen. Mathematik zum Beispiel ist etwas, was sehr abstrakt ist. Und wir lernen nur noch das Abstrakte. Und fragen Sie einfach ein Kind, wie oft passt du in diesen Raum hinein und es steht vor einer unlösbaren Aufgabe, weil es sich das nie mehr vorstellen kann, es ist nicht begreifbar. Und das ist eben halt so eine Geschichte in der Psychomotorik, die wir wieder für Kinder nahebringen wollen. Teamarbeit, also Sozialkompetenzen sind ganz wichtig. Also das ist auch so, das sind so Dinge, sie müssen sich absprechen, sie müssen miteinander kommunizieren können. Und ich muss nicht immer eine Vorgabe, ich gebe vielleicht einen groben Rahmen dafür, aber nicht die direkte Vorgabe, die sollen sich Kinder, es geht nicht um das Ziel, sondern es geht um den Weg dahin. Das Zentrum bietet regelmäßig entsprechende Beratung und Training für Kinder und Jugendliche an. Die Elternuni bietet Müttern und Vätern jeden letzten Dienstag im Monat einen Vortrag oder einen Workshop an. Das nächste Thema lautet Spielideen zum Kindergeburtstag. Voraussetzung für eine Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung an die eingeblendete Mailadresse dbz-elbtal-volkssolidarität.biz. Nichts auf das Eis werfen, wir wollen Schlittschuh laufen. Das haben die Nauendorfer Kinder auf einen roten Zettel in Form einer Hand geschrieben. Ob aus den Piruetten auf dem Dorfteich noch etwas wird? Wer nicht baden gehen will, sollte das Eis lieber nicht betreten. Aber vielleicht hat Väterchen Frost ja ein Einsehen und erfüllt den Wunsch der Nauendorfer Kinder doch noch. Es folgen die Kulturvorschau sowie Neuigkeiten von der Polizei. Im zweiten philharmonischen Konzert Das himmlische Leben der Elblandphilharmonie Sachsen erklingen unter der Leitung von Chefdirigent Eckhard Klemm Werke wie die Hebriden, Opera 26 von Bartholdy, die schottische Fantasie, Opera 47 für Viola und Orchester, sowie die romantische vierte Sinfonie von Gustav Mahler. Im letzten Satz vertont Mahler das Lied Das himmlische Leben aus der Volksliedtextsammlung des Knaben Wunderhorn. Das Sopransolo wird die gebürtige Dresdnerin Johanna Knaut interpretieren. Das Konzert können Sie am Sonnabend, dem 2. Februar um 17 Uhr in der Trinitatiskirche Riesa und am Sonntag, dem 3. Februar um 19 Uhr in den Landesbühnen Sachsen erleben.
Es ist eine ungeheure Versuchung, der die reiche alte Dame Claire Zaranassian die Bürger der heruntergekommenen Kleinstadt Güllen aussetzt. Wenn sie Gerechtigkeit walten lassen und ihren einstmaligen Geliebten Alfred Ill töten, der sie geschwängert, schließlich aber verraten und in die Schande gebracht hat, dann will sie der Stadt eine ihrer Milliarden spenden. Auch wenn sie angeblich zu ihrem Mitbürger Alfred Ill halten, natürlich verfallen die Bürger der Gier nach dem versprochenen Geld. Statt Güllen von der alten Schuld zu befreien, beladen sich die Bürger nun mit neuer Schuld. Gottfried von Einem hat für diese Rachegeschichte eine äußerst farbige und abwechslungsreiche Partitur geschaffen. Die Oper Der Besuch der alten Dame nach dem gleichnamigen Stück von Friedrich Dürrenmatt ist am Freitag, dem 1. Februar um 19.30 Uhr letztmalig in den Landesbühnen Sachsen zu erleben. Am Sonnabend, dem 2. Februar um 9 Uhr, eröffnet die Stadtbibliothek in Radebeul-Ost eine neue Ausstellung mit Zeichnungen, Aquarellen und Materialbildern von Grit Holomek. Die Ausstellung kann bis 26. April besichtigt werden. Mit dem diesjährigen Konzertprogramm setzt das Ensemble Serenata Saxonia seine Reihe mit Kammermusikwerken für Klavier und Streicher von Johannes Brahms fort. Es erklingt diesmal das bekannte Quartett in G-Moll, Opera 25, mit dem berühmten, von ungarischer Zigeunermusik inspirierten Finalsatz. Weitere Werke, unter anderem ein Duo für Violoncello und Kontrabass, werden das Programm komplettieren. Das Phantom des Universums erzählt die aufregende Geschichte von der Erforschung der dunklen Materie, vom Urknall bis zu ihrem indirekten Nachweis im 21. Jahrhundert. Der Film zeigt die ersten Hinweise auf die Existenz der dunklen Materie in den 30er Jahren aus der Perspektive von Fritz Zwicky, jenem Wissenschaftler, der den Begriff dunkle Materie prägte. Zu sehen ist der Film am Sonnabend, den 2. Februar um 20 Uhr in der Sternwarte Radebeul. Wir träumten alle schon einmal vom Schlaraffenland, von tagelangen Festen mit fetten Hühnern, süßem Brei und Ähnlichem. Dieses Essen und Trinken im Überfluss, steht das für unser Sehnen nach einem zufriedenen, sorgenfreien Leben? Hört, was die Märchen verschiedener Länder darüber erzählen. Im Rahmen der Reihe »Mit Märchen durch die Welt« sind Kinder ab 4 Jahren herzlich eingeladen, am Sonntag, dem 3. Februar um 11 Uhr, den Märchen im Glashaus der Landesbühnen Sachsen zu lauschen. Die Stadtbibliothek Radebeul-Ost lädt zu Gesprächen über den deutschen Schriftsteller Walter Kempowski ein. Der Autor wurde vor allem durch seine stark autobiografischen Romane wie »Deutsche Chronik« und »Das Echolot« bekannt. Die Veranstaltung findet am Montag, dem 4. Februar um 17.30 Uhr in der Bibo in Ost statt. Interessenten sind herzlich eingeladen. In Dresden wurde bereits mehrfach eine Tankstelle überfallen, zuletzt auf der Leipziger Straße. Die Polizei geht von einer Serie aus und fahndet öffentlich nach der Täterin. Die Frau betrat in allen Fällen maskiert den Verkaufsraum und bedrohte die Angestellten mit einer Pistole. Gleichzeitig forderte sie die Herausgabe von Bargeld. Die Täterin entkam. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung. Die Täterin wurde jeweils als etwa 1,70 groß und von schlanker bis hagerer Statur beschrieben. Zur Tatzeit trug sie immer dunkle Kleidung. Wer Aussage machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Dresden unter der Rufnummer 0351 483 2233. Letzten Mittwoch wurde in einer Doppelhaushälfte auf der Grünstraße in Radebeul eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Räume. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens sind bislang nicht bekannt. Das waren die Radebeuler Nachrichten für Anfang Februar. Beehren Sie uns nächste Woche wieder.